auch ein außergewöhnlicher Tag für die Gemeinde, für die Leute, die hier wohnen. Man sieht es auf der Tribüne, welche Begeisterung sie entwickeln. Da sind die Südtiroler berühmt dafür, dass wir eine super Stimmung haben und Gastfreundschaft haben. Es ist auf jeden Fall super, wenn man die Chance hat, gegen solche Spieler zu spielen. Die Chance hat man hier nicht oft und man sieht die 5-6 Klassen Unterschied, aber auf jeden Fall eine Ehre, gegen solche Mannschaft zu spielen. Ich kann es, glaube ich, mit früher vergleichen, wenn man selber noch auf dem Dorf gekickt hat vielleicht, dann hat man auch aufgeschaut zu denen, die in der höchsten Liga spielen und ich glaube, es war was ganz Besonderes für die Jungs und das hat man auch gemerkt. Ja, es ist auf jeden Fall unvergesslich, solche Momente zu erleben, in die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe mich einfach wieder so gefreut, auf dem Platz so zu stehen. Nach einer Woche Pause ist nicht so einfach reinzukommen. Aber mit zwei Toren kann man sehr gut starten. Ne? Zweistellig muss nicht sein. Ich glaube, mehr einen Treffer werden wir schon noch machen. Klar, es geht 7-0 aus und die haben Angst, dass es beim zweistellig ausgeht. Aber ich finde, so krass hat man es gar nicht angemerkt. Eine einmalige Gelegenheit für diese Jungs, dass sie sich messen können mit einem amtierenden Europameister. Das werden alle ein Leben lang in sich tragen.